Der Begriff Data Ownership, so wie er ja direkt übersetzt bedeuten würde als Dateneigentum oder Datenbesitz, beschreibt im Grunde etwas, was es zum jetzigen Zeitpunkt eigentlich nicht gibt und was auch sehr problematisch in der Anwendung ist. Wir haben kein tatsächlich abstrakt zugeordnetes Dateneigentum, jedoch ist ein solches aufgrund der sich stellenden rechtlichen Möglichkeiten auch nicht notwendig. Wobei hier insbesondere auch nochmal zu beachten ist, dass es sich dabei nicht um personenbezogene Daten handelt, sondern vielmehr um reine Maschinendaten, anonymisierte Daten, Auswertungsdaten. Das Vertragsrecht bietet sehr gute Möglichkeiten, fast alle Fragen, die sich in diesem Bereich stellen, zu regeln, um einen Datenhandel entsprechend abzusichern. Wer ist Inhaber der Daten, auch wenn es nur eine tatsächliche und keine rechtliche Inhaberschaft ist? Wer möchte den Zugriff auf die Daten? Wie soll dieser Zugriff erfolgen? Wer hat Zugriff auf die Ergebnisse? Wie dürfen die Ergebnisse ausgewertet werden? Das sind Fragen, die man vertraglich regeln muss. Es besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine rechtlich verbindliche Regelung. Vielmehr sollte dort mit Selbstverpflichtungen, mit Guidelines, im schlimmsten Fall auch mit dem Kartellrecht entsprechend gearbeitet werden, um einen Marktmissbrauch entsprechend zu brechen. Da es gerade relativ wenig gesetzliche Regelungen dazu gibt, hat der Anwalt hier auch eine sehr, sehr hohe Gestaltungsfreiheit. Thank you.